Leute, heute fängt dieser Vlog mal hier im DM-Markt an. Nämlich sind wir gerade losgefahren und ich habe zu Hause meine Speicherkarte vergessen. Und beim Media Markt war es einfach so voll, dass ich da keine Speicherkarte kaufen konnte. Wahrscheinlich haben so viele Leute Weihnachtsgeschenke gekauft. Ja, jetzt sind wir erstmal hier in der Stadt. Und hallo erstmal. Kurz zu einem neuen Kalender. Ich habe heute auch gar nicht mehr den Adventskalender geöffnet, fällt mir gerade ein. Das kann ich jetzt später noch machen. Eigentlich mache ich das mal direkt morgen, wenn ich so neugierig bin. Ja, jetzt gehen wir erstmal zum Hans und Glück was essen, denn meine Mama hat mich gleich nicht. Ja. Weil meine Mama hat mich direkt von der Schule abgeholt und dann sind wir direkt losgefahren. Wir hatten heute ungefähr 5 Stunden. Weil heute der letzte Schultag war. Ich freue mich. Happy Holidays. Ja, jetzt habe ich richtig Hunger, also gehen wir jetzt erstmal essen. Weil ich einfach ein bisschen so voll ist. Hier ist heute Weihnachtsmarkt. Da hinten ist auch noch dieses Glockenspiel da. All das Zeug hier ausziehen. Jacke aus, das Essen war. Papa hat sie schon bestellt. Zeit, wo wir noch bei der Speicherkarte waren. Mein Hoodie passt. Happy Holidays. Jetzt fangen die Ferien. Jetzt. Wir haben uns jetzt gestärkt. Ich habe einen Burger, den ich noch nie so schnell verschlungen. Ich hatte so Hunger. Papa auch, meine Mama auch, also ohne Essen halt ein bisschen nicht aus. Und jetzt gehen wir erstmal zu Hollister unsere Sachen loswerden, da haben wir noch Umtauschsachen und danach gehen wir noch zu Hema. Mal sehen, was wir dann noch finden. Brauchen wir noch ein paar Weihnachtsgeschenke? Ich hoffe, dass ich alle finde. Leider war ich noch nicht sehr erfolgreich, aber hier gibt es eine schöne Schreibbahn. Einmal hier dieses To-Do-List und hier einmal Washi-Tape. Da kann man nie genug von haben. 6 mehr in meiner Sammlung. So, ich war Schnauzpause bei Starbucks. Starbucks. Ich habe hier einen Schoko-Frappuccino. Ich bin sehr Schokolade, ich bin sehr gut. Ah ja, mein Name wurde heute mit W geschrieben, aber mit IE. Interessante Schreibweise, würde ich mal sagen. Ich habe schon so einiges erlebt. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Auto und fahren mal wieder nach Hause. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Meiner Oma habe ich jetzt noch eine geholt. Opala, ich muss jetzt Klapper piepen, weil ich habe Klappert. Meine Oma guckt das, ja. Upsi, auf jeden Fall habe ich da noch ein Geschenk geholt. Für meinen Opa habe ich auch noch was gefunden. Und jetzt werden wir noch ein bisschen herumschlendern, vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Oh Leute, könnt ihr euch das sagen? Ich dachte gerade, die Hunde werden echt, ist das nicht toll? Das ist alles aus Sand gebaut. Oh mein Gott, wie cool. Wow. Danke. Hallöchen Leute, wie ihr seht, bin ich schon wieder zurück zu Hause. Und ich habe mir jetzt einen gemütlichen Bonsai angezogen. Ich habe darüber auch schon meinen Klammeranzug. Wir haben nämlich schon 7:30. Also mir kam es ja viel früher noch vor. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade noch was gemalt. Diese hübsche Dame hier. Hallo. Ja, die sieht noch nicht so gut aus. Aber das wird schon noch. Irgendwann kriege ich es auch noch besser hin mit dem Zeichnen. Ja, und ich habe ganz vergessen, meinen Adventskalender zu öffnen. Also würde ich sagen, machen wir das jetzt gleich mal. Also meine Hand hier durch diese Kameraschlaufe, damit sie nicht nochmal runterfällt. Meine Topmodel-Zeitung, die ist auch angekommen. Da kann ich auch gleich drin lesen. Ich habe nur mal das Comic so überflogen. Und jetzt brauche ich mal wieder mein Kamerastativ. Mama! I wanna wish you a merry Christmas. Okay, heute ist 20 Uhr, oder? Ja, ja. 20, hier steht sie! I wanna wish you a merry Christmas. Was ist das? Sachen reinstellst. Oder Copic-Marker, hatte ich eigentlich gedacht. Oder Copic-Marker. Ja. Warte, kommt mal mit, wir probieren es jetzt aus. Du läufst aus dem Bild. Ja, hier die Mitte. Tada! Copic-Marker sind verstaut. Tada! Das kaufe ich immer aus Parat. Also vielen Dank für dieses coole Adventskalender-Geschenk, Mama. Hat sehr cool. Finde ich sehr cool. Und jetzt haben wir gerade einen Sandwich-Toast. Und dabei gucken wir vielleicht noch was HGTV oder noch 5 gegen Ja. Das haben wir auch noch. Wir überlegen noch, was wir gucken. Ich muss euch noch vorher was zeigen. Nämlich gibt mein Amazon-Geschenkefinder Teil 2 weiter. Also jetzt kommt Teil 2. Guck mal, Linda, das Stinkende hier hat Amazon für mich ausgesucht. Stinkt ein wenig. Ah! Kann bitte jemand vorbeikommen und mir das zusammenbauen? Das wäre nett. Okay, ich melde mich später wieder, wenn ich das hier alles zusammengebaut habe. Also so in 3 Jahren vielleicht. Ja, da kommt sie direkt, ne? Ey, Gepea, warum legst du das jetzt auf so ein Teil? Was wird das hier für ein Spiel? Guck mal ganz hier drauf. So. Die anderen habe ich auch noch. Ey, was machst du denn da? Huch. Oh, schnell runter da. Was? Aber lustig zum drunter hergehen. Du musst da drauf, Katze. Ich will aber nicht da drauf, ich will nur die Leckerchen. Nein. Komm mal hier drauf. Als erstes Geschenk ist Amazon ausgesucht, war ein totaler Flop. Da hier liegt eine Babykatze drin. Meine Katze ist leider ein bisschen zu groß dafür, lieber Amazon. Geschenke-Team. Wir haben leider das falsche Geschenk für meine Katze ausgesucht. Sie hätten besser die Leckerlis empfohlen. Die wären ein Top geworden. Ja, genau. Nee, das war ein Flop. Daumen nach unten. Das war nicht gut. Hat jemand eine Puppe? Will es jemand haben? One eternity later. Oh Leute, ich bin so müde. Wir haben nämlich gerade noch die ganze Zeit nach Ferienhäuser geguckt für unseren Urlaub. Nächstes Jahr. Und Lindy liegt hier schon bequem auf meinem Bett und wartet, dass ich auch komme. Ja, was gibt's jetzt noch? Noch ein Leckerchen? Gibt's noch das Shoutout? Ach nee. Gibt's noch das Shoutout? Ja, es gibt so ein Shoutout today, Leute. Yay. Und nicht mehr, dass hier immer so viele Lampen und so rumstehen, aber mein Zimmer ist einfach im Moment nie aufgeräumt. Und ich vergesse es immer wieder, die Lampen wegzuräumen. Aber ich hoffe, da störe ich nicht allzu sehr. Die Kamera mal richtig richten hier. Gerichtet, ne, mach ich. Hey. Heute grüße ich nämlich mal die Nele Jor. Ich hoffe, das ist richtig. Hallo Marvin, ich würde mir mal wünschen, dass du mich grüßt. Ich hoffe, dass es klappt nach dem 15. Mal. Oh mein Gott, du hast euch schon 15 Mal versucht, gegrüßt zu werden. Also jetzt hast du mal geschafft. Ich turne und mache auch Tennis. Ich bin so alt wie du. Und habe eine Frage. Warum trägst du beim Fernsehen eine Brille und sonst nicht? Steht dir sehr gut. Darf ich es mal machen? Nela. Also liebe Nela, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und vielen Dank für dieses Kompliment. Und ich trage meine Brille immer beim Fernsehen, weil ich dann auch die Entfernung und mit diesem Fernsehbild halt nicht so gut sehen kann. Aber sonst sehe ich noch gut genug. Das passt dann. Und jetzt werde ich auch mal schlafen gehen. Und vergesst nicht den Daumen nach oben, Leute. Und ganz wichtig, morgen kommt kein Marveländer online. Denn da kommt ja wieder ein normales Video. Also könnt ihr euch das dann angucken. Okay, also Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und ihr könnt auch gerne mal das Glöckchen hier unten aktivieren, neben dem Abonnieren-Button. Wenn ihr das macht, verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir und von meinem Kanal. Also aktiviert es unbedingt. Und dann sehen wir uns morgen wieder in einem normalen Video. Tschüss!